Ich sehe nach. Es läuft auf Folgendes hinaus. Die Medien des liberalen Mainstream belügen sie in Bezug auf Leben, Freiheit und ihr gottgegebenes Recht, Waffen tragen zu dürfen. Warum soll ich mir diesen Trottel ansehen, Scully? 9/11 war eine Operation unter falscher Flagge, eine Art Übung für den Dritten Weltkrieg. Es fliegt durch toroidale Energie, sogenannte Nullpunktenergie, der Energie des Universums. Sie meinen freie Energie? Die wir seit den 40ern haben. Kein Treibstoff, keine Flammen, keine Verbrennung. Nur ein elektromagnetisches Feld. Die Technologie wird seit 70 Jahren geheim gehalten, weil die Welt mit Erdöl läuft. Millionen für die Ölkonzerne. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist der unglaublichste Teil. Gravitationswarp-Antrieb nur. Wie? Element 115. Ohne Pentium. Scully, hör mir zu. Ich wurde getäuscht. Wir wurden getäuscht. Mulder, warte kurz. Nein, hör einfach nur zu. Was, wenn alles, was wir glauben sollen, eine Lüge ist und es gar keine Alien-Verschwörung gibt? Denn sie waren ja noch nicht mal nah dran. Verfeindete Aliens, die sich gegenseitig anzünden und so ein Unsinn. Ich wurde geschickt manipuliert. Und woher kommt diese neue Klarheit? Ich habe ein ARV gesehen. Betrieben durch freie Energie. Ich sah, wie es verschwunden ist. Das tun sie ja am Ende alle. Aber die Technologie existiert. Sie existiert seit Roswell. Und sie wurde eingesetzt. Sie wurde an Menschen getestet. An Männern, Frauen und Kindern und als Entführung durch Außerirdische vertuscht. Sie in Technologie wird gegen uns eingesetzt. Nicht von Aliens, nicht mit Aliens, sondern von Menschen einer korrupten Verschwörung. Gegen die Menschheit. Sie verschwenden meine Zeit. Wozu dienen diese Tests? Ich bin Mediziner. Ich wusste nicht, wozu meine Arbeit dienen soll. Die Lügen sind so enorm, Mr. Mulder. Die Wahrheit muss unanfechtbar sein. Lassen Sie es mich der Welt sagen. Dann machen die uns nur lächerlich. Das nehme ich auf mich. Roswell war ein Ablenkungsmanöver. Eine Regierung vernichtet Menschenleben und die Zukunft des Planeten. Getrieben nicht nur von Profitgier, sondern von einem viel größeren Ziel. Der Übernahme Amerikas. Und dann der ganzen Welt. Koste es, was es wolle. Egal wie brutal oder grausam oder effizient. Durch extreme Dürren als Folge von Wetterkriegen, die heimlich mit Luftschadstoffen und elektromagnetischen Wellen in großer Höhe geführt werden. In einem Dauerkriegszustand. Wird es Problemszenarien geben, um die amerikanische Bevölkerung im eigenen Land abzulenken, aufzuwiegeln oder zu versklaven? Gesetze wie der Patriot Act und der National Defense Authorization Act beschneiden die Verfassung im Namen der nationalen Sicherheit. Militarisierung von Polizeikräften in ganz Amerika. Errichtung von Gefangenenlagern durch die Federal Emergency Management Agency ohne Angabe von Gründen. Übernahme von Lebens- und Arzneimittelproduktion, dem Gesundheitssystem, sogar dem Militär. Die Leute werden heimlich gemästet, verblödet, krank gemacht und kontrolliert. Eine Bevölkerung, die nur noch von Konsum gelenkt wird. Und ich ermuntere Sie, mehr einkaufen zu gehen. Eine Regierung, die Telefone abhört, Daten sammelt und uns jederzeit orten kann, völlig ungestraft. Eine Regierung, die mit diesen Daten gegen uns vorgeht, wenn sie zuschlägt. Die finale Übernahme ist eingeläutet. Die Übernahme Amerikas. Durch mächtige, schwer bewaffnete, multinationale Gruppen von Eliten, die andere töten, ermorden und knechten. Und das passiert, während wir hier sitzen. Es passiert bereits überall. Das nächste Unglück ist nah. Und das wahrscheinlich an einem Freitag. Die Banken werden verkünden, dass sie aus Sicherheitsgründen ihre Computer das ganze Wochenende ausschalten. Digitales Geld wird verschwinden. Die stehlen einfach unser Geld? Gefolgt von der Detonation elektromagnetischer Pulsbomben, um wichtige Netzwerke abzuschalten. Als wäre es ein Angriff auf Amerika durch Terroristen oder Russland. Oder eine vorgetäuschte Alien-Invasion mit UFO-Nachbauten, die schon existieren und eingesetzt werden. Wurden sie je sequenziert? Nein. Aber wer macht das schon? Das ist ja mein Argument. Warum haben Sie das überhaupt getestet? Sie wissen wenig über meine Vergangenheit, Agent Einstein. Und wenn wir beide auch fest an die Wissenschaft glauben, habe ich erkannt, dass die Wissenschaft, die uns gelehrt wurde, nur erlaubt, uns der Wahrheit allenfalls zu nähern. Ja, aber
Eingriffe in unsere DNA? Ich bekam mal eine Pockenschutzimpfung als Kind. Und Sie sicherlich auch. Das war damals ein Standardverfahren in Amerika. Sie behaupten also, dass das damals mehr als nur eine Impfung gewesen ist? Tatsächlich ist das gar nicht weit hergeholt und auch wissenschaftlich durchführbar. Etwas in der Keimbahn, etwas, das dann immer weiter vererbt werden kann. Das wäre ein ungeheuerlicher Verstoß gegen öffentliches Vertrauen.